Ja, hallo, hier ist euer Jörg. Heute wird wieder gebastelt und ja, lasst euch mal überraschen. Jörg, deine Zuschauer haben sich ja einiges von dir gewünscht. Ist da heute ein Tier dabei, ein Wunsch, den du erfüllst? Ja, ich habe heute so einen kleinen Wunsch, den ich erfüllen möchte. Und zwar hat sich der Henry was gewünscht von mir. Das ist ein kleiner Junge. Ich hoffe, dass ich das hinkriege, Henry. Lass dich mal überraschen. Also ich verrate jetzt im Vorfeld noch nichts. Ne? Okay. Wenn man nicht wüsste, dass du was bastelst, könnte man auch denken, du hilfst deiner Frau in der Küche und es gibt halt Kartoffelsuppe. Ja, so sieht's fast aus, ne? Aber das ist es nicht. Also Kartoffelsuppe wird's nicht. Sie hat einiges an Falten um der Augen rundherum und wirkt aber wirklich, es ist eine ganz, ganz wirklich zauberhafte Tierart, sehr, sehr bedroht in der Natur. Ich habe sie bis jetzt zweimal erleben dürfen. Jörg, magst du uns was erzählen über das Tier, was du gerade bastelst? Ja, das ist eine wundervolle Tierart, die sehr, sehr stark bedroht ist in der Natur. Also es gibt da mehrere Arten davon, Unterarten. Alle Unterarten sind bedroht. Also wirklich vom Aussterben auch bedroht. Deswegen geht es wirklich um jedes einzelne Exemplar. Ich habe das große Glück gehabt, die Tiere mal in Tansania, im Nguruguru-Krater, habe ich zwei Tiere davon gesehen. Also da stehen wirklich echte Tränen in den Augen, wenn du die Tiere draußen siehst. Und dann habe ich nochmal das große Glück gehabt, in Kenia, in der Masai Mara, nochmal eins dieser Tiere zu sehen. Wirklich nur für eine kurze Zeitspanne, aber es war echt beeindruckend. Es war, ich hatte so eine Gänsehaut. Das war wirklich bloß mal so eine Viertelstunde, viertelhalbe Stunde, wo das Tier über eine große Lichtung lief von einer Busch.
größeren Buschansammlung zur nächsten Buschansammlung, weil das sich eben hauptsächlich eben auch von Blättern ernährt und Früchten. Natürlich auch einen gewissen Grasanteil mit aufnimmt, aber eben dann eher längeres Gras. Ja, es ist ein sehr massives, großes Tier. Ich will noch nicht zu viel verraten. Es ist relativ schlicht, also es wird wesentlich bunter bei mir hier. aber ja, mal schauen, ob ich das hinkriege. Also ich versuche mein Bestes. Dass Henry dann auch strahlt, wenn er es sieht. So. So, das sieht schon mal ganz gut aus. Diese Melonenart, die lässt sich immer schlecht verarbeiten. Jetzt ist es nicht mehr ganz so geheimnisvoll. Nee, es ist nicht mehr ganz so geheimnisvoll. Was machst du jetzt? Wie das letzte Mal, in Hals.
kam ja nicht vorbei. Das ist immer noch der Stamm. Jetzt muss ich nämlich ganz schön viel Gewicht halten, weißt du? Gar nicht so einfach, Henry. Ja, ich wollte gerade sagen, das sieht gerade ein bisschen anstrengend aus. Ja, ja, der Körper ist ein bisschen kurz, muss man sagen, aber ich denke mal, dass wir das trotzdem ganz gut hingekriegt haben. Die Beine müssen normalerweise ein bisschen weiter auseinander, ist langgezogen, ne? Also, aber naja. Das üben wir nochmal. Das müssen wir wahrscheinlich, muss ich das nochmal üben. Das Spenzel muss noch dran. Den Spenzel brauchen wir noch. Sagen wir mal so. Der Kopf, der gefällt mir ganz gut. Das ist alles so ein bisschen hier so. Das müsste eben länger gestreckt sein. Ne? Aber ich habe jetzt auch keine andere Melone erwischt. Mensch, Henry, ich hoffe, dass du zufrieden bist trotzdem. Also, ist einer, also das ist jetzt noch nicht gerade bedroht. Es soll eigentlich einen Spitzmaulnasern darstellen, also eines der bedrohtesten Arten, die es überhaupt auf der Welt gibt. Egal welche Nasernart auch immer, es sind alle stark bedroht, auch die Breitmaulnasern, die Panzernashörner, Sumatranashörner. Es sind alle sehr, sehr stark bedrohte Tiere. Leider ist es eben immer noch so, dass die gewildert werden, und zwar wegen den Hunden. In der chinesischen Medizin denken eben also einige Menschen, dass die, wenn die das Horn raspeln und essen, dass die dann besser im Bett sind, also mehr Potenz bekommen. Das ist aber Quatsch, da kannst du auch Fingernägel kauen, das ist derselbe Effekt. Ne, denn das ist auch bloß letztendlich genau dasselbe Material wie unsere Fingernägel. Ne, bloß, dass es eben viel verdichteter ist. Das ist ja eigentlich wie, eigentlich sind das Haare, ne, die sind ganz stark verdichtet und da bildet sich das Horn aus. Ne. Und hat also überhaupt keine Bedeutung für irgendwas, aber es gibt eben leider immer noch Wilderei, die eben die Tiere töten, um an das Horn ranzukommen. Leider Gottes muss man das wirklich sagen. Und wo ich dazu mal in Guruguru-Krater die zwei Tiere gesehen habe, da gab es noch sieben Tiere, muss man sich mal überlegen, in Guruguru-Krater. Ein Jahr später war schon wieder eins gewildert worden und getötet worden. Und ja, dadurch, dass die nur nicht so eine wahnsinnig große Vermehrungsrate haben, sondern bringen also in der Regel nur nicht jedes Jahr ein Kalb unbedingt zur Welt. Die haben ja eine sehr lange Tragzeit. Und dann bringt die ja immer ein Jungtier nur zur Welt, haben aber eben eine hohe Lebenserwartung in der Regel. Ne? Aber dadurch, dass eben Menschen, die töten, um an das Horn ranzukommen, um das abzusägen. Mittlerweile wird in einigen Gebieten, also Südafrika zum Beispiel, weiß ich das, da tun die in einigen Nationalparks den Nasern, die werden in Narkose gelegt, und da wird das Horn abgesägt, dass die wertlos für die Wilderer sind. Und dadurch haben die natürlich auch eine Überlebenschance. Sie sehen natürlich dann, es ist eine Schönheitssache, dass die eben nicht mehr so dolle wie ein Nashorn eben. Das Horn ist ja das Nabentragend, ne, das Horn.
Aber für die Tierart selber ist es entspannter. Auch wenn sie einen Schönheitsverlust haben, werden sie deswegen dann auch nicht getötet, ne, wenn das Horn fehlt. Und deswegen machen das eben die Wildhüter, Biologen, Tierschützer, die sich dafür engagieren. Die Tiere werden human in Narkose gelegt und das Horn wird abgetrennt und das Horn wird vernichtet. Und die Tiere können in Ruhe weiterleben und sind nicht gefährdet ständig irgendwo, dass sie erschossen werden. Vor allen Dingen nachts. Ja, wie gesagt, ich hoffe, das gefällt euch. Also Henry, ich hoffe, du machst einen Daumen hoch. Ja, so viel heute und ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis dahin, ciao, macht's gut, ne?